Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit A Plague Tale: Innocence. Und ja, wir sind beim letzten Mal gerade so den Engländern und der Inquisition entkommen. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Tja. Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey. Verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Es ist echt schön gemacht hier. Also das ist halt auch hier, das fühlt sich so nach, es fühlt sich halt nach Wald an. Also die haben da echt sehr viel Wert auf die Details gelegt. Das ist wirklich sehr... Boah, ich kann nicht wissen, wie lange das dauert, so ein Level zu erstellen. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Oh. Wow. Cool, cool. Hier noch was? Was sind das für Vögel? Enten. Oh. Die sind aber schnell weg. Die wir essen? Ja. Und sie fressen Frösche. So ist das Leben. Ich störe euch doch nicht, oder? Kommt schon. Hier können wir nicht bleiben. Aber sehr hübsch hier. Die Mühle. Auch das Licht, das haben sie schön gemacht. In ist der Dämmerung. So? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Naja. Er ist an der Mühle gewesen. Hey, langsam. Verschlossen. Ich mach das. Oh. Ach, das ist nochmal der Aquädukt. Das sind so die letzten Ausläufer. Na dann mal rein da. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Aber es sind lauter Spinnweben hier. Warum läuft denn da die Mühle noch, wenn hier eigentlich keiner mehr putzt und so? So, hier ist nichts mehr, aber hier kann man rausschauen. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Was? Kuh? Kuh. Kuh. Okay. Was ist das hier? Ich muss erstmal gucken, was das hier macht. Ein bisschen Optimismus vielleicht. Aber das ist immer noch zu schnell, oder? Also das ist ja nur so eine Art Bremse. Okay, und was macht das hier? Nee, das macht hier die Brücke hoch. Also das da kann doch nicht klappen. Ach so, da hinten ist auch noch eine Bremse. Ich könnte natürlich versuchen, da rüber zu kommen, aber... Na, ich weiß nicht. Dein Einsatz, Melly. Also schön. Mach du mal da was. Schön, dann Schleuse und Bremse. Und zwar gleichzeitig. Verstehe. Die Schleuse mit diesem Ding hier bewegen. Geh weiter, Hugo. Na gut. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Ich komme, Hugo. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann.
Du hörst dich an wie Arthur. Was ist denn, wenn ich... Naja, aber er schafft das ja dann gar nicht. Aber kann ich jetzt den auch noch Befehle erteilen? Doch, kann ich noch. So. Jetzt hole ich erstmal... Nee, jetzt hole ich sie. Halt, ja. Ich könnte es von der anderen Seite versuchen, Amicia. Aber das jetzt wäre... Kriegst du das hin, Melly? Verstanden. Okay. Und dann kommt er und dann haben wir es geschafft. Warte. Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Naja, ganz nett, so ein Rätsel. Hier erstmal vorbei. So, ich sehe da unten nichts mehr rumliegen. Ich muss mich so ein bisschen besser umgucken. Auch da jetzt in dem Lager von den Engländern, da war halt so viel rumgelegen, was ich gar nicht eingesammelt habe. Leider. Werkzeug, okay, das ist schon mal sehr gut. Denn ich möchte zuerst mal wieder was aufwerten. Verringere die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt. Ja, das ist, glaube ich, jetzt immer wichtiger. Fürs Kämpfen. Das machen wir mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Und hier... Sowas können wir auch mal machen wieder. Das verbraucht schon viel, aber ja, komm. Nicht genug Material? Ach, ich brauche da noch eins. Mache ich erstmal hier was. Zurück. Jetzt gucke ich nochmal. Ah, wenigstens eins. Ja. Können wir machen. Als nächstes muss ich dann echt nochmal hier die Tasche vergrößern. Damit wir da noch mehr sammeln können. Bis zu 16 Materialien in einer Art. Obwohl 16, das... So viel hatte ich jetzt eigentlich fast nie. 14 Geschosse einer Art. Was? Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Das hätte ich mal machen können. Das ist gut. Das mache ich als nächstes. Dann kann ich nämlich sofort, wenn ich irgendwo ein Werkzeug finde, loslegen und das verbessern. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Ja. Das Akkadub. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Oh. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Ja, ist die Dame verbittert. Okay, wir müssen wohl in die Richtung weiter. Dann gehen wir erstmal hier. Haben also Leute gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja, so wie wir. Ja, da geht's nicht weiter. Könnte ich jetzt nochmal zurück zur Werkbank, falls ich hier was finden würde? Oh, eine Blume. Na, oh, das ist so... Jetzt. Kennst du die vielleicht? Weißt du, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen.
Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. hier. Oh, bislang alle gefunden. Aber da habe ich jetzt auch so ein bisschen Überblick, wie lange das Spiel noch dauert. Weißdorn. Dieser dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde so zum Symbol vorsichtiger Hoffnung. Um ihn ranken sich viele Legenden, die bekannteste unter ihnen erzählt, dass Christus Dornenkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß aufgebrüht reguliert diese Pflanze den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Ja, was ich sagen wollte, das bis da mal das aufploppt mit dem E, das manchmal steht man zu nahe dran, manchmal ticken zu weit weg oder zu schräg, keine Ahnung. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Nicht so ungeduldig. Ist die Zone. Sehr gut. Diese Flüssigkeit, die ist auch wichtig fürs Craften. Okay. Was ist das für eine Schöpfkelle? Na gut. Alles kaputt hier im Dorf. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Oh, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Aber haben wir nicht lange getragen. Naja. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Jetzt wissen wir, warum die uns so sehr hilft. Nicht, dass die dann mal sagt, die Inquisition zahlt ja vielleicht auch Lösegeld. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe!
Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Schon wieder gejagt. Er hätte längst hier sein müssen. Hm. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Jetzt haben sie ihn doch noch erwischt. Er trägt einen Helm. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Oh. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Devorantes. Du kannst jetzt Devorantes herstellen. Okay. Zwingt Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Okay. Eieieiei. Los, ziel auf den Helm. Okay, aber kann ich das mit Werfen machen? Ja, okay. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Ich sagte doch, ich kriege euch. Ach nee, Moment. Das reicht doch nicht, Amicia. Wirf noch einen Stein hinterher. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ich hätte ihn jetzt auch betäuben können, aber... Das will ich mir halt aufsparen für Notfälle. Okay, ich... hab 10 Steine. Das kann ich mir gar nicht machen. Nicht genug Topf. Da habe ich eins. Okay, da habe ich jetzt auch eines. Das da könnte ich mir dann noch machen. Ich mache mir mal hier noch was. Weil, dann kann ich den Stein mitnehmen. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Bleibt hier. Ich warte auf dein Zeichen. Ich will erstmal hier was einsammeln. So, den da können wir ablenken. Aber den da ja eigentlich nicht. Ich habe auch keinen Krug. Ja, das ist das Problem. Okay, wie machen wir das? Muss erstmal mich ein bisschen da umsehen, glaube ich. Das Geräusch, das kam doch von da drüben. Ach, das gibt's doch nicht. Aufgepasst, da ist jemand. Los, los, ich komme ja schon. Was ist dir denn passiert? Hier ist ein Mann am Boden. Halt die Augen offen. Eieieiei. Das war knapp. Das war noch knapper. Aber theoretisch könnten wir jetzt ja fast dahinter gehen, die da beschäftigt sind. Einfach mal rennen. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Also ich habe mich zwar blöd angestellt, aber das hatte zur Folge, dass ich die nicht töten musste. Das ist doch auch mal was. Die
Okay, wo gehen die jetzt denn hin? Aber ich glaube, die gehen nicht hier rein, wenn sie nichts gesehen haben. Komme der Inquisition, ja. Guter Plan. Bleibt der jetzt da? Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Gut, ich bleibe hier. Mich interessiert natürlich, was da hinten ist. Ist da jetzt noch einer? Ja, der geht immer zwischen diesen beiden Teilen einfach hin und her. Muss ich irgendwie hinter diesen Baum da? Nein, Amicia, ich habe Angst. Oh Mann, den kann man ja nicht. Den kann man ja nicht lange allein lassen, das ist ja die Scheiße. Ah. Das heißt, ich muss den eigentlich mitnehmen. Da ist nichts. Die Luft ist rein. Die Dame zuerst. Die Luft ist überhaupt nicht rein. Mann, 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 Mann. Ich muss den da mitnehmen. Nach da drüben. Sonst schaffe ich das nicht. Wahrscheinlich ist dann irgendwie gar nichts Besonderes da. Der dreht sich auch dann unsere Richtung. Jetzt kommt der da schon wieder. Weiß nicht, ob der einen da sieht. Ja, wahrscheinlich. Boah, wie kommt man dahinter? Das würde mich echt interessieren, aber das ist dann wahrscheinlich echt für die ganz heftigen Experten. Na komm. Da keinen Sinn. Können wir irgendwie nach rechts? An dem vorbei und dann hinter. Okay, das müsste aber gehen. Hier durch, das müsste gehen zu dem Busch dahinter. Ist zwar auch einer, aber das macht nichts. So. Dann können wir dahin. Den da müssten wir jetzt ablenken, aber wie? Geht das nur auf der Seite? Wahrscheinlich. Was war das für ein Geräusch? Komm, beeil dich. Okay.